Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Freunde, es ist wieder soweit. Ich kommentiere wieder Pokémon. Und da ihr euch in den Kommentaren unter dem letzten Video dieses Videos unbedingt die dritte Generation von mir gewünscht habt, ist mir natürlich euer Wunsch Befehl. Deswegen kommentiere ich heute alle Pokémon aus der Höhenregion. Ich weiß, die letzten Videos sind ziemlich lang geworden und ich habe das Gefühl, in Rubin und Saphir sind viel mehr Pokémon debütiert als in allen anderen Generationen zuvor. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu halten. Ich hoffe, ich bleibe unter 4 Stunden. Und natürlich, selbes Spiel wie immer. Ihr könnt mir Meinungen, Ansichten und Kommentare natürlich unten in den Kommentaren dalassen zu den einzelnen Pokémon. Welches ist euer Lieblings-Pokémon und welche Generation wünscht ihr euch als nächstes von mir? Kommentiert! Schnacken wir aber nicht lang, sondern legen gleich los mit dem Pflanzenstarter-Pokémon aus Rubin, Saphir und Smaragd mit Gekkabor. Gekkabor ist eines der wenigen Pflanzenstarter-Pokémon, die ich zwar auch, so wie alle anderen, nicht wirklich selber jemals gespielt habe, vor denen ich aber dennoch sehr viel Respekt habe, weil ich weiß, was aus Gekkabor mal werden kann. Ich finde an Gekkabor dieses Echsenmäßige sehr schön. Ich finde, es hat unglaublich toll passende Augen zu diesen ganzen Echsen-stilistischen, halt diese typischen Reptilienaugen. Die Farbgebung finde ich für ein Basis-Starter-Pokémon auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Sehr viel cooler dahingegen finde ich allerdings seine Weiterentwicklung Reptine. Und Reptine finde ich beinahe am allercoolsten aus dieser ganzen Entwicklungsreihe. Mir gefällt an Reptine einfach diese offensichtliche coole Art und diese Pflanzen an den Armen und so weiter. Und auch hinten diese lange Mähne. Das ist ein unfassbar schönes Pokémon-Design. Scheint laut Pokédex-Eintrag auch ein guter Kletterer zu sein. Und ich kann mir absolut gut bildlich vorstellen, wie Reptine mit diesem Sprung hier auch, wie es auch dem Artwork schon zu sehen ist, durch die Lüfte schwingt und sich von Ast zu Ast hangelt. Weniger agil und sprunghaft, dafür um einiges kräftiger sieht Gewaldro aus. Und Gewaldro ist das einzige Pokémon aus dieser Entwicklungsreihe, das ich tatsächlich selber mal besessen habe. Absolut heftig hochtrainiert. Ich habe mit Gewaldro wirklich irgendwie alles platt gemacht. Und auch wenn es nicht so agil und flink aussieht, ist Gewaldro es. Initiative ist sein höchster Basiswert. Ich glaube, gefolgt danach von Spezialangriff oder so. Definitiv ein Pokémon, das man nicht unterschätzen sollte. Ist tatsächlich auch das einzige aus der voll entwickelten Starterreihe, welches einen Einzeltypen hat, nämlich Pflanze. Es sei denn, es entwickelt sich zu Mega Gewaldro. Und Mega Gewaldro sieht mega gewaltig aus. Diese Harpune an seiner Schwanzspitze hat ein bisschen was von einem Tannenbaum mit so einer Weihnachtsspitze obendrauf. Sieht auf jeden Fall recht lustig aus, aber ist definitiv ein äußerst gefährlicher Zeitgenosse. Interessanter Fun Fact: Gewaldro ist übrigens mit Flunkifer, glaube ich, gemeinsam das einzige Pokémon, welches im Kampf quasi zu einem gewandt ist. Das war ja schon ganz nett. Machen wir jetzt allerdings weiter mit meinem Starter-Pokémon, welches ich damals zumindest als erstes genutzt habe, und zwar Flemly, den Feuerstarter. Ein kleines, süßes Küken-Pokémon. Designtechnisch gefällt mir Flemly ziemlich gut, muss ich sagen. Ich finde diese drei Federn auf dem Kopf oben sehr ansehnlich. Es war in der, ich sag mal, Alpha-Version des Spiels tatsächlich noch mit Ohren geplant. Bin ich sehr froh drum, dass sie sich dann doch später umentschieden haben. Das sah nämlich irgendwie ein bisschen unförmig aus. Und Flemly wurde dann später zu Jungglut, wie es im Anime irgendwie immer gerufen hat, glaube ich. Jungglut, der etwas pubertierende Zwischenschnitt zwischen Küken und ausgewachsenem Hahn, Henne, was auch immer es sein sollte. Inzwischen sind ihm Arme gewachsen, worum ich sehr froh bin, denn ich habe mir Jungglut ein bisschen verdorben, weil es ein bisschen, naja, ich sag mal, die Form. Aber Jungglut finde ich noch immer nicht so krass wie Logok. Logok ist der absolute Hammer. Und ich habe Logok so unglaublich gerne gespielt und es war mein absolutes Baby. Ich sehe in Logok zwar nicht mehr dieses Hahnen-Hennen-Gockel-Pokémon, welches es mal irgendwie sein sollte oder wohin es sich mal irgendwie scheinbar entwickeln sollte, aber das macht nichts, denn Logok ist eines der coolsten Pokémon aus der ganzen Generation geworden. Und dann kam irgendwann Mega-Logok um die Ecke und hat das Ganze nochmal getoppt. Ja, es hat sich inzwischen ein bisschen was aus den Haaren gemacht, seine Handwurzeln fangen irgendwie inzwischen an zu brennen, da sind jetzt so lange Flammen, die sich da so entlang züngeln. Eigenartigerweise steht es irgendwie immer auf einem Bein, also immer irgendwie kampfbereit und im Begriff zuzutreten. Also mein Lieblingsstarter-Pokémon definitiv aus dieser Generation. Allerdings damals genauso gespielt habe ich mit Hydropi. Und ich finde Hydropi wirklich sehr, sehr niedlich. Also Flemly und Hydropi beide samt eigentlich beinahe gleich niedlich. Laut Pokédex-Eintrag übrigens in der Lage, Felsen zu heben und Steine zu zerschmettern etc. etc. würde ich ihm jetzt eigentlich so, wenn ich ihm jetzt begegnen würde, gar nicht richtig zutrauen. Aber
Ja, wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Machen wir weiter mit der Entwicklung Morabel. Und Morabel macht mich irgendwie immer glücklich. Seine freudenstrahlende Art ist irgendwie unglaublich ansteckend. Seine Farbgebung irritiert mich nur so ein bisschen. Denn es ist aus der ganzen Entwicklungsreihe irgendwie das einzige, welches so ein gewisses Mintgrün, so ein bisschen so ein schlammiges Mintgrün irgendwie dazu bekommen hat. Dennoch eigentlich ganz niedliches Design. Bekam dann übrigens auch schon den Bodentypen sekundär mit dazu, den dann auch später Sumpex mit sich trägt. Und Sumpex ist äußerst beeindruckend, muss ich schon sagen. Nicht so krass wie Lorok, dennoch hat Sumpex wirklich ein sehr, ja, einerseits sehr kräftiges Design, aber irgendwo auch sehr filigranes. Das liegt daran, dass sein Oberkörper irgendwie so schmal ist. Hat übrigens mit 535 die höchste Basiswertsumme aller Starter-Pokémon, welche sich dann noch einmal um 100 erhöht, wenn es sich dann zu Mega-Sumpex entwickelt. Und ich nehme das Filigran bei Mega-Sumpex instant wieder zurück, denn das hier ist auf jeden Fall ein einziger Kampfkoloss. Das sieht ein bisschen aus wie Sumpex auf Steroide, Alter. Da ist einiges an Muskelmasse mit dazugekommen. Es sieht unglaublich krass aus. Also so eine heftige Mega-Entwicklung, was aus so einem Pokémon wie Sumpex werden kann. Jetzt, wenn ich das so sehe, im Vergleich wirkt Sumpex eher wie die zweite Entwicklung. Wie die zweite Phase. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Aber gut, machen wir als nächstes jetzt erstmal weiter mit Pfiffchen. Und Pfiffchen ist eines der, es ist auch wieder so ein Beginner-Pokémon, welches man so in den ersten Routen halt irgendwie begegnet und so weiter. Allerdings ist Pfiffchen ausnahmsweise mal ein bisschen interessanter, denn es ist diesmal nicht vom Typ Normal oder so, auch wenn ich das lange Zeit gedacht habe. Nein, wir beginnen hier gleich mit Typ Unlicht. Und ebenso designtechnisch, wenn jetzt auch in den Spielen tatsächlich eher nicht so, aber hier im Artwork kommt das ein bisschen besser durch, finde ich das eigentlich echt wirklich sehr, sehr schön. Der schwarze Bereich hier im Gesicht und die abgesetzten Pfoten, dann diese Rotakzente mit der Schnauze und auch in den Augen, ist tatsächlich ziemlich cool. Und entwickelt sich dann später weiter zu einem weiteren interessanten Pokémon, nämlich Magnayen. Aus Magnayen hätte ich meiner Ansicht nach noch ein bisschen mehr machen können. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, dadurch, dass das Gesicht mir persönlich einfach ein bisschen zu hell ist, fehlt da irgendwie was. Ich finde, in dem Gesicht hätte man ruhig noch ein bisschen mehr irgendwie absetzen können. Ich finde dieses Dreieck unter dem Auge sehr schön und auch halt diese lange Mähne, die sich dann so ein bisschen nach hinten zieht. Nach vorne hin ist es mir noch ein bisschen zu clean, aber hinten hin wird es dann ein bisschen besser. Einfach so ein bisschen so schön dunkel, düster, zerzaust, wolfsmäßig. Auch die Ohren. Die Ohren finde ich sehr cool. Mit so einem leichten Knicks hier drin. Da hat man sich ein bisschen was bei gedacht. Und in der Höhenregion hat man sich irgendwie dazu entschieden, nicht irgendwie wieder etliche Vogel-Pokémon auszuschlachten und irgendwelche Normaltypen draus zu machen. Nein, diesmal waren es halt irgendwie Hunde oder wolfsartige Fuchswesen. Keine Ahnung. Jedenfalls ist Zickzacks auch wieder so eins davon. Und Zickzacks finde ich sehr niedlich. Es ist halt dadurch, dass man dem so oft begegnet und dadurch, dass es halt so ein Standard-Pokémon ist, wird es halt recht schnell langweilig. Aber dennoch, objektiv gesehen, ist Zickzacks wirklich schon ein sehr, sehr süßes Pokémon. Zum Glück wurde es später dann ein bisschen aufgewertet in der Galar. Form, die mir tatsächlich noch ein Ticken besser gefällt als die normale Variante. Dasselbe Schicksal ereilte auch Geradax, wobei bei Geradax finde ich es ein bisschen schade, dass man da nicht mehr draus gemacht hat. Also mir persönlich ist Geradax einfach irgendwie zu clean und zu glatt. Zickzacks hat halt einfach so ein süßes, struffliges Fell. Das hat halt so ein bisschen so Ecken und Kanten, wo das Auge mal so ein bisschen aneckt. Bei Geradax ist das komplett weg. Es ist halt ein Dax-Pokémon, okay, die sind halt sehr glatt und so weiter. Ich finde, bei einem Pokémon hätte man das ruhig noch ein bisschen irgendwie abwandeln können. Und wenn einfach nur vereinzelt so ein bisschen mehr struffliges Fell gehabt hätte oder so. Die Galar-Form finde ich tatsächlich aufgrund der Farbgebung ein bisschen interessanter. Positiv zu erwähnen ist, dass ich die Augenfarbe von Geradax sehr schön finde. Dieses hellblaue Wasserblau, was sich da dann jetzt entwickelt hat. Das finde ich ganz schön. Vaumpel als nächstes. Und auch wenn Vaumpel per se jetzt erstmal so rein optisch absolut hässlich ist, ist es dennoch ein relativ interessantes Pokémon dafür, dass es halt schon so früh auftaucht. Denn Vaumpel ist hier in der Liste jetzt nämlich das erste, welches eine Alternativentwicklung durchleben kann. Und zwar kann es sich einmal zu Schalocco entwickeln. Zu Schalocco weiß ich nie, was ich irgendwie sagen soll. Das ist halt ein weißer Ball mit Stacheln. Für mich ist halt irgendwie Schalocco so die ältere Version von den beiden Entwicklungen, weil das hat so alte Augen. Allerdings entwickelt sich Schalocco später zu einem sehr schönen Pokémon, nämlich Papinella. Ein bunter Schmetterling mit sehr farbenfroher Farbgebung. Und es hat den Flugtypen mit dazu bekommen. Andererseits kann sich Vaumpel aber auch in Panikon entwickeln. Und Panikon, dasselbe wie Schalocco, es ist ein
diesmal pinker Ball mit Stacheln, mit etwas jüngeren Augen, wie ich finde. Und wenn man dann das Glück mit Panikon hatte, dann entwickelt es sich später irgendwann einmal zu Pudox. Ich finde Pudox jetzt nicht ganz so schön wie Papinella. Dadurch, dass Panikon so junge Augen hat und die Augen auch sehr viel mehr aussehen wie die von Papinella, denke ich irgendwie immer, dass Panikon sich zu Papinella entwickelt. Aber das ist halt genau andersrum. Aber naja, Pudox ist dennoch relativ farbenfroh, beziehungsweise um einiges farbenfroher als seine Vorgänger gerade eben. Und auch wenn es so einen relativ langen und komplizierten Entwicklungsweg hinter sich gelassen hat, hat es immer noch eine Basiswertsumme von gerade einmal 385, welches die niedrigste aller voll entwickelten Gift-Pokémon ist. Ja, denn Pudox bekommt nicht den Typ Flug, sondern Gift mit dazu. So viel stärker mit 395 ist Papinella allerdings auch nicht. Machen wir weiter mit Loturzel, welches ich absolut niedlich finde. Ich finde die Idee mit diesen Blättern hier, die man auf solchen tropischen Gewässern eben findet, ein Pokémon zu machen, ist absolut cool. Ich bin ein sehr großer Loturzel-Fan. Löscht mit seinem Pflanzensekundärtyp dann eben auch seine Pflanzenschwäche aus. Das ist recht clever gemacht. Ich finde den japanischen Namen von Loturzel aber irgendwie lustig, weil das irgendwie Hasbo heißt oder Hasbo. Es wirkt so richtig genervt, so Hasbo. Boah, ich hasse alles. Wer allerdings schon eher so aussieht, als würde er alles hassen, ist Lombrero. Der sieht auf jeden Fall richtig genervt aus. Und hier hat man was richtig Schlaues gemacht. Man hat nämlich nicht nur aus diesen Wasserblättern ein Pokémon gemacht, sondern man hat das noch einmal vermischt mit einem weiteren Gimmick, nämlich mit so einem etwas mexikanischerem, als wäre das halt so ein Sombrero. Das heißt, dieses Pokémon tarnt sich nicht nur als diese Wasserpflanze, sondern es trägt diese Pflanze auch eben als Hut, wie man dem Namen ja auch gut entnehmen kann. Oder im Englischen dann eben auch Lombre, so wie Ombre. Es ist absolut großartig. Was ich aber tatsächlich nicht gewusst habe, ist, dass Loturzel und Lombrero und so weiter die einzigen Pokémon mit dem Typ Wasserpflanze sind. Tatsächlich, bis heute sind das die einzigen Pokémon vom Typ Wasserpflanze. Und da haben wir dann das volle Mexikaner-Pokémon Kapaloris. Ich feiere es. Es sieht so großartig aus mit diesem absolut bescheuerten Blick und diesem großartigen Hut. Und es ist großartig. Ich sehe das hier und denke darüber nach und denke mir, das ist absolut, es ist absolut gut, es ist eine tolle Idee. Das allerbeste ist aber der Pokédex-Eintrag von Kapaloris in der 5. Generation. Wenn es Musik hört, dann füllen sich seine Muskeln mit Energie und dann muss es einfach tanzen. Also, ich feiere das. Das ist so geil. Das ist einfach so eine niedliche Idee und so eine geile Geschichte dahinter. Als nächstes kommt Samurzel. Und auch wenn Samurzel selbst jetzt relativ uninteressant ist, weil es halt nur so eine kleine Eichel ist, bin ich dennoch ein großer Fan davon. Weil ich nämlich weiß, was daraus wird. Nämlich zuallererst einmal Blanas. Blanas sieht ein bisschen so aus, als ob er sich so eine Pestdoktor-Maske, was für ein schweres Wort. Als ob es sich so eine Pestdoktor-Maske aufgesetzt hätte und auch dieses kleine Blättchen da oben finde ich eigentlich ganz süß. Und es ist, glaube ich, das einzige Pokémon oder das erste Pokémon, bei dem mir auffällt, dass es Nippel hat. Es hat Brustwarzen. Okay. Aber das war noch immer nicht das Coolste, denn irgendwann entwickelt es sich dann endlich weiter zu Tangolist und Tangolist ist... Ah, ich feier Tangolist. Diese lange weiße Mähne, diese Augen, die da durchschauen, mit diesem zähnefletschenden Mund und diese lange spitze Nase. Was für ein cooles Pokémon. Wirklich richtig eindrucksvoll. Und auch diese Fächer als Hände. Pflanze und Licht auch noch. Sehr coole Typenkombination. So als würde es sich im dunklen Gebüsch halt irgendwie anpirschen und auf seine Beute warten. Das ist, ja, ich sehe schon. Das ist schon sehr nice. Kommen wir jetzt aber doch noch zu einem Vogel-Pokémon des Normaltyps. Ich weiß immer nicht, warum die Normalflug haben. Warum nicht einfach Flug? Und Schwalbini, muss ich sagen, ist ausnahmsweise wirklich mal ein bisschen einfallsreicheres Design. Ich finde erstmal, dass es ein Schwalben-Pokémon ist, finde ich sehr schön, weil Schwalben sind absolut schöne Vögel. Und eben auch die Farbgebung finde ich sehr cool. Dieses dunkelblaue, schon fast schwarze Gefieder mit diesem roten Akzent dann im Gesicht, dann so den Hals runter zur Brust. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr schön. Und Schwalbini wird dann später zu Schwalboss. Und Schwalboss finde ich an und für sich eigentlich ganz cool. Das Einzige, was mir an Schwalboss nicht so gefällt, ist, dass das aussieht, als hätte man ihn aus Versehen ein bisschen hier die Haare wegrasiert. Aber dafür hat es sehr, sehr geile Schwanzgefiederfedern. Hier so diese Farben mit diesen roten Spitzen da. Das sieht schon sehr schön gefährlich und sehr ansehnlich aus. Als nächstes kommt Wingull. Und Wingull ist, ja, ach,
Ich finde Wingull ganz okay, aber ich habe mich irgendwann an Wingull so satt gesehen und auch, ihr wisst ja auch, dass ich kein großer Freund seiner Weiterentwicklung Pilippa bin. Nicht mal, weil das Pokémon an und für sich jetzt irgendwie so furchtbar aussieht oder so, auch wenn ich nicht weiß, warum der Schnabel bis zum Schwanzgefieder hinten dran gehen muss. Aber ich habe mich einfach so satt gesehen daran. Gerade auch nochmal im Remake, dann später in Omega Rubin und Alpha Saphir, jedes Mal alle 2 Zentimeter, die ich im See gesurft bin, kam dann so ein nerviges Pilippa und das hat es mir kaputt gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Trasler kommt als nächstes und zu Trasler weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Ich bin total hin und her gespalten, was Trasler angeht. Allerdings wird Trasler später ja mal richtig schön. Nämlich zuerst mit Kirli, ja, welches so filigran wie eine Tänzerin hier steht, auch mit so einem Tütü. Das Interessante an Kirlia ist, dass ausschließlich männliche Kirlia sich in 2 Pokémon weiterentwickeln können. Das weibliche irgendwie immer nur in eines, das männliche in 2. Nämlich einmal Galagladi, welches in der 4. Gen mit dazugekommen ist, oder aber in Gardevoir. Gardevoir ist ein so schönes Pokémon. Das ist, glaube ich, eines der ästhetischsten Pokémon-Designs, die es, glaube ich, jemals gegeben hat. So filigran und so sanft. Und auch die Mega-Entwicklung von Gardevoir sieht ein bisschen so aus, als ob es sich irgendwie extra fein gemacht hätte für einen Tanzball oder so. Jetzt hat es ein anderes Kleid an, sieht auch sehr schön aus. Ich weiß nur nicht, warum Gardevoir und Mega-Gardevoir sogar gleich 2-mal diese Scherben durch den Körper hat. Das sieht total brutal und irgendwie eigenartig aus. Aber gut. So, dann geht's weiter mit Geweiher. Kein Teil in dieser Videoreihe ohne schlechten Wortwitz mit irgendeinem Pokémon. Ja, Geweiher ist so ein Wasserläufer-Pokémon. Finde ich an und für sich ganz niedlich. Ist halt super minimalistisch gehalten. Hat so eine kleine Kugel mit so einer Spitze oben und 4 dünnen Beinchen. Ein bisschen mehr sagen kann ich zu Maskeregen, denn Maskeregen finde ich tatsächlich um einiges schöner und es ist auch eine total interessante Form. Es sieht beinahe so aus, als hätte es 2-mal unterschiedliche Formen von Flügeln, nämlich einmal hier diese rautenförmigen Flügel und einmal am Kopf. Dieses angsteinflößende Ding vor Fressfeinden schützen, ich weiß nicht den genauen Namen. Ein bisschen schade, dass man da an der Trivia nicht ein bisschen was draus gemacht hat, finde ich, dass es keine Wasserschwäche hat, weil im Pokédex extra erwähnt wird, dass es bei Regen sich halt einen Unterschlupf sucht, weil es mit nassen Flügeln halt partout nicht fliegen kann. Aber naja, wollen wir mal hier jetzt nicht kleinlich werden. Und kleinlich könnte ein zusammengepacktes Wort aus klein und hässlich sein. Und klein und hässlich trifft auf unser nächstes Pokémon eigentlich recht gut zu. Knilz. Ja, ihr wisst, was ich von Knilz halte. Ich finde es nicht schön. Es guckt mir einfach zu grimmig. Es ist auch die Farbgebung, glaube ich, die einfach mich irgendwie ein bisschen abschreckt. Keine Ahnung, man kann es niedlich finden. Ich kann es verstehen, wenn Leute es niedlich finden. Aber für mich ist Knilz einfach irgendwie relativ uninteressant. Kapilz ist immerhin etwas besser, auch wenn ich hier sagen muss, auch hier die Farbgebung holt mich jetzt nicht so ab. Ja, ich habe jetzt mit Kapilz nicht so die Mega-Verbindung, um ehrlich zu sein. Das sagt mir einfach, es spricht mich einfach jetzt nicht so an. Ich glaube, ich bin nicht so die Kapilz Zielgruppe. Es ist definitiv eine Aufwertung zur Vorentwicklung. Verbummeln wir allerdings keine weitere Zeit und machen weiter mit Bummels. Bummels finde ich, ich finde Bummels total niedlich. Wie gesagt, es liegt einfach da, es kratzt sich am Kopf und es ist einfach cool. Es ist auch nichts Besonderes, aber es hat halt einfach zumindest so eine kleine Besonderheit, weil es so super faul ist und die meiste Zeit irgendwie einfach nur pennt. Im Gegensatz zu seiner Weiterentwicklung Mundtier, welches nämlich als einziges Pokémon aus der ganzen Entwicklungsreihe irgendwie etwas munterer und sehr, sehr wild und sehr, sehr aggressiv und schnell ist. Ist vielleicht auch der Grund, warum es sich farblich hier ein bisschen abhebt. Und später wird es dann wieder absolut faul und gefräßig und verpennt zu Letarking. Aber dafür ist Letarking auch sehr, sehr stark. Und auch sehr defensiv. Also es hat, glaube ich, einen Angriff von 160, KP von 150. Insgesamt Basiswertsumme von 670 oder so. Also es ist unfassbar krasses, starkes Pokémon. Und da kann man gut nachvollziehen, dass man da halt irgendwie balancen musste. Dass es dann irgendwie alle 2 Runden halt mal irgendwie aussetzen muss, weil das wäre sonst wirklich einfach viel zu krass. Viel zu OP, dieses Pokémon. Als nächstes Nincada. Und zu Nincada kann ich nicht allzu viel sagen. Das ist irgendwie so ein unscheinbares, komisches Pokémon, welches mir irgendwie überhaupt nichts sagt. Das ist ein Pokémon, das ist einfach nur da. Es existiert einfach nur, um zu existieren. Und das ist ja auch an und für sich okay. Ein bisschen besser hingegen finde ich schon Ninjask, weil Ninjask sieht halt absolut cool aus mit diesen goldenen Verzierungen im Gesicht und diese metallenden Flügel. Sie sehen so ein bisschen aus, als wären das halt so Eisenplatten oder sowas. Und es ist auch unfassbar flink.
Also Basiswertsumme Initiative mit 160. Ich glaube, der nächsthöchste Wert ist nicht mal auf 100. Und das ist schon sehr, sehr krass. Ist halt Ninja. Allerdings hat diese Entwicklungsreihe ein sehr interessantes Pokémon, nämlich Ninjatom. Ninjatom ist eigentlich ja kein Pokémon, sondern nur die weggeworfene Käferhülle eines Pokémons. Und hat auch, glaube ich, standardgemäß immer nur einen einzigen KP. Und auch die Art und Weise, wie man Ninjatom bekommt, ist ja auch wieder sowas Taktik-Maktik-mäßiges. Du musst nämlich, wenn du einen Kader weiterentwickelst, einen Pokéball besitzen und einen freien Slot in deinem Team haben. Und wenn sich den Kader dann weiterentwickelt zu Ninjas, dann bekommst du automatisch in dem Fall dann eben auch Ninjatom mit. Absolut nutzlos, dieses Pokémon natürlich, weil du jetzt nicht großartig damit kämpfen kannst oder so, aber dennoch eine geile Idee. Flurmel ist das nächste Pokémon und ich finde Flurmel so unsagbar hässlich und es liegt, glaube ich, einzig und allein an diesen Augen. Allerdings wird Flurmel dann ja irgendwann zu Krakeelo. Und Krakeelo finde ich wieder ganz cool. Sogar seine Ohren sehen halt so aus wie so Subwoofer. Das ist eben eine total geile Idee. Ich liebe das. Es geht aber noch ein bisschen cooler und noch ein bisschen lauter und noch ein bisschen kräftiger, vor allem mit Kravums. Denn Krakeelo entwickelt sich immer weiter zu Kravums und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und Kravums hat schon was. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bekomme so Nidoking-Vibes bei Kravums. Ich weiß, ob das so diese allgemeine Körperform und diese Haltung eben ist. Aber das finde ich ziemlich cool. Ich bin ein sehr großer Freund von Kravums. Marquita, das nächste Pokémon. Ich finde Marquita total süß. Das ist total niedlich. Ich mag sein Gesicht. Ich mag seinen dicken Bauch und es sieht aus, als ob so Boxhandschuhe irgendwie immer anhätte und als ob es sich irgendwie den Kopf zugeknotet hätte. Es sieht aus wie so ein kleiner Boxsack einfach und es ist total süß. Es ist halt wie so ein kleines Stehaufmännchen, ja, und es lässt sich ja auch nicht unterkriegen. Ne? Also auch wenn es im Kampf niedergeboxt wird, steht es wieder auf und kämpft weiter. Das ist wirklich eine sehr inspirierende Einstellung. Später wird es dann weiter zu Hariyama und Hariyama finde ich sehr cool. Hariyama war irgendwie, wollte ich immer haben, habe ich auch gerne mit gekämpft und ist einfach irgendwie ein cooles Pokémon. Es sieht einfach krass aus. Großes Kämpfer-Pokémon mit großen Händen, großen Beinen und bösem Blick. Es ist eben sehr groß, indeed. Mit 2,3 Meter das zweitgrößte Kampf-Pokémon zusammen mit Mosquito. Azurill als nächstes. Ich finde Azurill total niedlich. Ich frage mich nur, warum es auf diesem Artwork irgendwie so verängstigt aussehen muss, weil eigentlich ist es immer so eine frohe Natur. Ich bin ein großer Freund davon, wie es sich auf seinen eigenen Schwanz setzen kann. Es hat also irgendwie immer einen Stuhl dabei. Später als Merrill ist es ein Arsch, aber Azurill selber kann da nichts für und es ist wirklich sehr, sehr süß. War damals übrigens das erste und einzige Pokémon, welches während seiner Entwicklung sein Geschlecht ändern konnte. Und wo machen wir denn mal weiter? Ja, immer der Nase nach natürlich. Nasgnet ist als nächstes da und war damals in Rubin und Saphir, glaube ich, noch ein alleinstehendes Pokémon. Hatte keine Weiterentwicklung. Ist ganz süß. Ich finde dieses Nasengimmick halt ganz süß, ganz niedlich. Hat halt irgendwie was, dass die Nasenspitze quasi so als Kompass funktioniert und es irgendwie immer Richtung Norden laufen will oder gehen will oder zeigt. Also finde ich halt, ist halt irgendwie echt ganz lustig. Aber bei Nasgnet haben sie es sogar durchgezogen, denn in Pokémon Go, glaube ich, zeigt die Nase von Nasgnet immer in Richtung Norden. Also... Und schon wieder so ein süßes Pokémon. Eneko. Eneko finde ich auch total niedlich. Es hat die ähnlichen Augen wie Marquita, fällt mir gerade auf. Es steht außerdem extra im Pokédex noch einmal drin, dass es halt sehr beliebt ist aufgrund seiner Niedlichkeit und weil es sich halt so süß verhält. Nämlich jagt es gerne seinen eigenen Schwanz, solange bis ihm schwindelig ist. Und das ist... Ich finde das total süß. Und es entwickelt sich dann später weiter zu Enikoro, welches auch noch immer recht süß, aber ein bisschen stattlicher ist. Ein bisschen erwachsener. Bei Enikoro mag ich tatsächlich halt die Ohren. Das sind so quasi Ohren und Kopfschmuck in einem. Auch mit diesen Zacken oben dran und dieser Farbgebung in diesem neuen Lila und so. Hat jetzt auch so ein bisschen was Löwenartiges mit diesem Schweif hinten dran und diesem Puschel da am Schwanz. Keine Ahnung. Jetzt wird schon ein bisschen interessanter. Zubiris, ein Unlichtgeist. Und an Zubiris finde ich eigentlich echt alles nice. Also es sieht total cool aus. Die Farbgebung in diesem schönen Geisterlila ist halt total cool. Und ich mag einfach diese Diamantenaugen und diesen Rubin da in seiner Brust. Und auch in seiner Megaform, wo sich dieser große Rubin dann irgendwie auf einmal in seinen Händen bildet. Zumal sich sein Gesicht sogar durch den Rubin nochmal hier irgendwie so durchspiegelt. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja total geil, dass sie darauf
geachtet haben. Auch wenn es sich danach vielleicht gerne nochmal die Zähne putzen hätte können. Die sind jetzt etwas gelb. Aber naja, ich bin kein Zahnarzt. Das ist vielleicht auch bei Geister-Pokémon irgendwie nicht ganz so wichtig. Witzig vielleicht noch zu erwähnen, aufgrund seiner Typenkombination Unlicht-Geist gab es keine Attacke bis zur 6. Generation, welche sich irgendwie sehr effektiv, also doppelt effektiv oder vierfach effektiv auf Zubis ausgewirkt hat. Es war alles entweder normal effektiv oder nur halb effektiv oder sogar immun. Das Ganze hat sich erst mit Fee geändert. Fee ist der einzige Typ, der sehr effektiv auf Zubiris ist. Und wo wir gerade schon von Feen-Pokémon reden, machen wir doch mit einem Sekundär-Fee-Pokémon-Typen weiter, nämlich mit Flunkiefer. Flunkiefer hat irgendwann den Feen-Typen mit dazu bekommen. Ich glaube, ab der 6. Generation. Und Flunkiefer ist nice. Flunkiefer ist richtig badass. Ich finde diesen riesigen Schnapper da an seinem Kopf und auch einfach generell dieses ganze Design, was mich tatsächlich ein bisschen an Mimikma erinnert, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Gerade die Farbgebung, das Gewand und so weiter, ja. Sind wir da vielleicht einer neuen Theorie auf der Spur? Nein, glaube ich nicht. Aber ich finde Flunkiefer sehr cool. Und auch die Mega-Entwicklung von Flunkiefer ist so episch. Diese beiden Schnapper da, die jetzt so komplett am Ausrasten sind und auch dieses lilane Gewand jetzt, das ist so, boah, so krass. Auch wenn ich bis heute nicht verstehe, warum Fee? Flunkiefer hätte mit Stahl und Licht einfach so viel besser gewirkt. Ich sehe da keine Fee drin. Größter Fehlschritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Unlicht hätte zu Flunkiefer so gut gepasst. Ihr seht ja außerdem, dass es im Englischen Morwill oder Morwile heißt. Im Pokémon Rubin, in der englischen Form, glaube ich, war das, haben sie aus Versehen Morwill oder Morwile mit H geschrieben, also mit WH. Das ist peinlich. Weniger peinlich, dafür kleinlich ist Stolunior. Und Stolunior ist cool. Ich lasse nichts an Stolunior kommen. Stolunior ist absolut cool. Bekommt super geile Entwicklungen, kommen wir gleich zu. Hat ebenfalls auch eine sehr schöne Augenfarbe. Ich finde dieses Blau irgendwie unfassbar schön. Ist halt mit Stahl und Gestein sehr anfällig für Boden und Kampf, glaube ich. Vierfach effektiv. Das ist ein bisschen schade. Muss man aber auch sagen, dass dann später eben auch aus Stolunia richtig was wird. Stolrak zum Beispiel. Oh, mit Stolrak habe ich auch richtig viel gekämpft. Stolrak ist auch so ein richtig schönes Pokémon. Das sieht so kräftig und so geil aus. Diese Ringe hier an den Armen und diese Panzer, das ist so, so geil einfach. Zu guter Letzt wird es dann irgendwann zu Stolos. Und Stolos sieht aus wie so ein gepanzertes Despotar einfach. Als ob sich Despotar so eine Rüstung angesetzt hätte. Und auch Megastolos. Megastolos sieht ja, das hat so ein bisschen was Urzeitmäßiges. Einfach diese Haltung und dieser Blick und alles, das sieht alles so schwer und so träge aus. Und so als würde es gerade aus so einem Boden kommen und oh, aber echt absolut geil, wie es über und über gepanzert mit Stahl ist. Es ist so sehr über und über mit Stahl gepanzert. Es verliert sogar seinen Gesteinstyp. Absolut nice. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Stolos Kacke findet. Also Meditier als nächstes. Meditier finde ich ganz interessant. Für mich ist Meditier eher Psycho-Pokémon als Kampf-Pokémon. Trotzdem ist es Kampf-Psycho. Muss ich nicht verstehen. Ist aber dennoch auch ganz okay. Wahrscheinlich, weil es halt generell einfach trotzdem halt so ein Kämpfer ist. Also so ein meditierender Kämpfer, der sich halt irgendwie so ganz ruhig so auf seine Gegner vorbereitet und so. Das ist schon ziemlich cool. Es hat Meditales, drückt das Ganze auch nochmal so ein bisschen aus. Das ist ja auch sehr, ja, sehr sprunghaft und auch sehr kämpferisch. Und das finde ich tatsächlich eigentlich auch ganz nice. Gibt es übrigens auch als Megaform. Und da ist das Ganze nochmal, das hat so ein bisschen sowas Zenyatta-mäßiges, so aus Overwatch. So spirituell, so meditativ, so richtig, so, das ist halt so richtig geil. Ihr wisst, was ich meine. Frizzleblitz als nächstes, finde ich ganz okay. Das ist alles, was ich mir so dazu sagen kann. Auch Voltenso finde ich nur so lala. Also es ist schon ganz okay, es ist schon ganz cool. Ich finde diese Spitze an seinem Kopf, die sieht halt so ein bisschen, I don't know, so ein bisschen wie so ein hässlicher Helm aus. Und über Mega Voltenso habe ich ja auch schon mal was erzählt, dass es, wir brauchen mehr Gelb. Es sieht so aus, als würde es eher leiden unter seiner Rüstung. Als Freund einer Cosplayerin weiß ich, dass so Cosplayer so mit ihren riesigen Rüstungen dann auf den Conventions dann halt irgendwie so nach 2, 3, 4 Stunden dann einfach nur da sitzen und denken, ah, mir ist so warm, ich will sterben, ich will einfach nur noch hier raus. So ein bisschen sieht das irgendwie aus. Also es ist nicht ganz so gelungen. Es ist eine der leider weniger schönen Mega-Entwicklungen. Plusle
Darf natürlich nicht fehlen mit deinem Teamkameraden Minun. Ja, die beiden, also kann ich nur für die beiden sprechen. Absolut süß, absolut niedlich, total tolle Idee mit dieser Plus- und Minus-Geschichte, dass die beiden sich halt so gut verstehen. Es ist total niedlich. Volbeat als nächstes. Nein, ich meine nicht die Band, ich meine das Pokémon. Ja, wer die Band kennt, gute Musik auf jeden Fall. Aber jetzt geht es erstmal um Volbeat. Und Volbeat, ja, ich sag mal, die Band finde ich cooler. Aber es gibt einen lustigen Fakt zu Volbeat. Und zwar wurde Volbeat, obwohl es ja offensichtlich ein Glühwürmchen ist, ja, mit dieser Glühbirne da am Booty, wurde es damals tatsächlich aus Versehen wahrscheinlich als Libelle kategorisiert. Man geht davon aus, dass es ein Übersetzungsfehler gewesen ist. Das passiert halt, wenn man Übersetzern keine Bilder gibt, sondern einfach nur plain den Text. Dann passiert sowas. Dann kann man das nicht in Kontext setzen, sondern dann übersetzen die einfach nur irgendwie irgendwas. Verwandt ist Volbeat allerdings mit Illumisee. Und Illumisee ist ein bisschen ähnlich wie Volbeat. Sieht ein bisschen aus wie die beste Freundin von Volbeat. Aber kann ich irgendwie auch relativ wenig mit anfangen. Selbes Ding hier allerdings auch mit der Libelle. Wurde auch fälschlicherweise eben als Libelle bezeichnet, weil es halt dieselbe Kategorie hat wie Volbeat. Ja, aber ist natürlich auch ein Glühwürmchen. Ne? Nur halt in anderer Farbe. Das ist vielleicht, sind vielleicht so Disco-Glühwürmchen, die in unterschiedlichen Farben leuchten. Das wäre ja mal was. Unterschiedliche Farben trägt auch Roselia. Und Roselia hat man tatsächlich in der dritten Generation einfach alleine stehen lassen. Das ist ein Skandal. Habe ich damals schon nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, das hätte irgendwie eine Weiterentwicklung. Typ Pflanze Gift, genau wie Roserade später. Bisschen giftiger sieht das in der Shiny-Form aus. Da ist das Rote nämlich so ein Lila und das Blau so ein Schwarz. Das hat dann schon eher so Giftcharakter. Aber so wirkt es für mich eher, ja, Pflanze, Pflanze niedlich. Im Gegensatz zu Schlupuk. Schlupuk ist jetzt nicht so niedlich. Es sieht immer aus wie so ein kleiner grüner Haufen Schleim, der irgendwie nur geliebt werden will und immer so einen Kussmund macht. Reiner Gifttyp auch, so ein kleiner Giftschleim wahrscheinlich. Und Schluckwech, ähnliches Problem. Hat nicht viel an Niedlichkeit dazu bekommen. Ihm ist jetzt ein Bart gewachsen und seine Augen sind geöffnet und ich wünschte, es würde die Augen wieder zumachen, weil die Augen doch irgendwie recht eklig rot geschwollen und komisch aussehen. Es bleibt halt jetzt ein lila Schleimhaufen. Carnivana finde ich hingegen um einiges nicer. Das sieht schon richtig gefährlich aus, Alter. Und das ist erst die Vorentwicklung, ja? This isn't even my final form. Ja, aber im Gegensatz zu der Vorentwicklung ist Tohaido leider... Leider. Ich weiß nicht, wieso man Tohaido nicht noch so eine geile, fette Schwanzspitze gegeben hat. Ja, das hätte so fett ausgesehen, glaube ich. Aber aus irgendeinem Grund wurde Tohaido wahrscheinlich von Walfängern oder von, keine Ahnung, irgendwelchen bösen Menschen mal in der Mitte durchgeschnitten. Und dann ist Tohaido sauer geworden. Und seitdem ist es halt auch so aggressiv. Es ist dennoch ein cooles Pokémon. Mega Tohaido sieht ein bisschen aus wie die Punk-Version davon. So mit Nieten und Stacheln überall. Ja. Aber es hat immer noch keine Schwanzflosse. Ich weiß nicht, was das soll. Zumindest in der Mega-Entwicklung. Warum nicht in der Mega-Entwicklung? Warum muss das so ein halber Fisch sein? Bleiben wir aber ein bisschen im Wasser, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Nein, Spaß. Weimar finde ich irgendwie niedlich. Ich habe mich irgendwie immer gefreut, Weimar zu sehen. Ich glaube, Weimar war ja auch der Sprite, wenn man irgendwie surfen war oder tauchen war oder beides. Wailord hingegen war nochmal ein bisschen eindrucksvoller aufgrund seiner riesengroßen Größe. Das größte Pokémon, das es bis dato gegeben hat. Und es wurde in Pokémon Schwert und Schild so zerfetzt. In so einem, ist einfach so ein kleines, so eine kleine Kuscheltier-Version daraus gemacht, was ich euch immer noch übel nehme, Game Freak. Das macht man nicht. Aber naja, wie gesagt, großes Pokémon, schönes Pokémon. So, raus aus dem Wasser ins Land und gleich in die Hitze mit Kamaup. Kamaup finde ich ganz niedlich sogar. Es hat so ein bisschen so diesen Kuscheltier-Charakter. Dadurch, dass es halt so rund ist und so weich aussieht, wird dann später zu Kamerupt. Und Kamerupt ist hier nicht mehr ganz so niedlich, ja, aber dafür hitziger. Ja, mit so zwei kleinen Vulkanen. Hinten auf dem Rücken, die zwischendurch halt auch einfach mal überschwappen, laut Pokédex-Eintrag. Gibt's auch in der Mega-Form. Es sieht aus wie eine Mega-Feuerform von Bisbark. Das liegt, glaube ich, hier an diesem deckenähnlichen Fell einfach. Der Vulkan natürlich um einiges größer. Jetzt fließt auf jeden Fall da oben so ein bisschen was raus. Und sieht okay aus. Aber ich finde auch hier so ein bisschen... Ja, was ist da komisch? Ich finde, die Haare sehen halt irgendwie total, ja, von so einem Möchtegern-Stylisten gemacht aus. Ja, so, ich weiß nicht. Nicht so ganz meine Lieblingsform, um ehrlich zu sein.
Kotl als nächstes. Ich finde total geil, wie Kotl auf den Artworks und im Sprite einfach immer so mit so viel Rauch und Qualm aus seinen Nasenlöchern und oben aus diesem Schlot da kommen. Das ist irgendwie... Das ist schon ganz cool. Ist aber tatsächlich auch leider das Einzige, was ich an Kotl jetzt irgendwie beeindruckend finde. Es ist halt so eine Feuerschildkröte, so sieht es ein bisschen aus. Ist okay, aber auch alleinstehend. Also warum? Also Kotl hätte wirklich, ich finde spätestens in Galar hätte man Kotl eigentlich gut eine Entwicklung geben können. Ich finde, da fehlt was. Ich finde, Kotl braucht noch irgendwie nochmal eine Steigerung. Spoink, 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 als nächstes Spoink. Welches ja immer irgendwie hüpfen muss, damit sein Herz irgendwie nicht stehen bleibt. Das ist auch total... creepy, Alter. Naja, und wie hält es diese Perle da zwischen seinen Ohren fest, während es hüpft? Fragen über Fragen. Ich weiß ja nicht. Es ist halt offensichtlich so ein kleines Psychoschweinchen. Und Spoink entwickelt sich dann später zu Gronk. Groink. Tut mir leid. Der Fehler passiert mir jedes Mal. Groink finde ich ganz okay. Es hat halt so jetzt so sein sprunghaftes Gimmick so ein bisschen verloren. Es hat zwar immer noch so ein gekringeltes Schwänzchen, aber es hat inzwischen halt zwei Beine und zwei Arme. Es ist noch immer ein Schweinchen. Es hat jetzt so komische schwarze Perlen auf dem... Also die am Bauch finde ich noch ganz schön, aber die am Kopf verstehe ich nicht so ganz. Als würde es so zwei schwarze Kugeln auf dem Kopf irgendwie balancieren. Ich weiß nicht genau warum. Ah, die Perlen kommen übrigens von einem Perlu. Das hätte ich vielleicht nochmal gerade eben kurz erwähnen können, dass die Spoink-Perle von einem Perlu stammt. Aber wo die jetzt herkommt, das weiß ich nicht so genau. Hat so ein bisschen dieses Miltank-Problem. Also Groink erinnert mich ein bisschen an Miltank. Und Miltank sieht bekanntermaßen aus wie so eine rasierte Kuh. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Aber ja, es ist halt, keine Ahnung. Und auch Pandir ist so ein gekringelter Fall. Ja, diesmal sind es halt die Augen, die so gekringelt sind. Und es kann irgendwie auch nicht gerade stehen. Es ist, ihm ist, glaube ich, irgendwie immer schwindelig und deswegen wankt es irgendwie immer so hin und her, so als würde es irgendwie tanzen oder so. Die Musterung auf seinem Fell soll halt irgendwie pro Pandir tatsächlich irgendwie immer einzigartig sein, so wie so ein Fingerabdruck. Ich glaube, das haben die sogar zumindest zwischendurch in manchen Spielen durchgezogen. Da haben die Pandir wirklich unterschiedliche Fellfärbungen. Aber das ist auch das Einzige, was ich zu Pandir sagen kann. Auch wieder ohne Weiterentwicklung, ne? Weil warum einem Pokémon mit Potenzial auch eine Weiterentwicklung geben, um es irgendwie interessanter werden zu lassen, wenn man ihm auch nur den Normaltyp gibt? Also es geht bei mir irgendwie komplett unter, weil es halt einfach irgendwie original nichts hat, wofür es sie irgendwie, keine Ahnung. Knackleon hat eine Weiterentwicklung. Und Knackleon an und für sich per se erstmal gesagt ist ganz okay. Es hat einen sehr großen Kopf, aber das ist halt, naja, ist ganz okay. Das Witzige an Knackleon ist, dass seine Weiterentwicklung einfach überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was Knackleon einmal gewesen ist. Auf einmal wird aus Knackleon so eine libellenartige Drachenfigur hier. Ich meine, ist schön so, aber hätte man das nicht irgendwie ein bisschen anders verwerten können? Ist aber ein sehr schönes Pokémon. Diese rautenförmigen Flügel, das hatten sie, glaube ich, in der dritten Generation recht häufig, ne? Das ist irgendwie so deren Kink gewesen, weiß ich nicht. Und zu Vibrava wird dann später Libeldra. Und zu Libeldra wünschte sich ja eine Zeit lang jeder irgendwie eine Mega-Entwicklung. Ich kann's verstehen. Es ist ein cooles Pokémon, aus dem man vielleicht noch ein bisschen mehr hätte rausholen können. Und so eine Mega-Form hätte Libeldra, glaube ich, echt noch ein bisschen was gegeben. Aber trotzdem, Libeldra, cooles Pokémon. Drachentyp und gleichzeitig Boden, obwohl es irgendwie in der Luft schwebt. Es ist aber okay, bin ich cool mit, kann ich mit leben, ist voll verständlich. Sehr nice bei Libeldra finde ich oben diese langen Stacheln, diese Mähne und die Augen. Ich finde, es sieht aus, als ob es sich so rote Kuppeln auf die Augen gesetzt hätte, um halt irgendwie, ja, halt so wie so eine Art Brille, so wie so eine Art Schutz. Tuska als nächstes! Und Tuska war im Anime so unglaublich anstrengend wegen Tuska! Tuska! Ich weiß nicht, wer dem diese Voiceline gegeben hat, also das ist ein ganz großer Fehler gewesen. Aber dennoch Tuska, sehr cooles Pokémon, so ein Kakteen-Typ. Pokémon-Dings. Man hätte, wenn schon ein Kaktus sein soll, hätte man dem Pflanze sekundär Wasser geben können. Weil Kakteen ja halt viel mit Wasser und so zu tun haben, ne? Ihr versteht schon, weil die halt sehr viel Wasser speichern und so weiter. Aber dann wären natürlich Lotozel und Lombrero und so weiter nicht die einzigen Wasserpflanzen-Pokémon gewesen, wobei, naja, keine Ahnung. I don't know. Jedenfalls, cooles Pokémon. Sieht aus, als ob es eine Krone auf hätte. Das finde ich irgendwie sehr cool. Ich mag seinen Mund. Ich finde den Mund total cool, dass das so einzelne Kreise sind, die sich da halt so öffnen. Aber Noctuska finde ich nochmal krasser. Einfach, weil... Ah, guckt's euch an. Es sieht aus wie so eine Kakteenvogelscheuche, Alter. Und das ist...
Das ist so geiles Design einfach. Dieser ins Gesicht gezogene Hut ist total geil. Und diese gefährlichen gelben Augen, das sieht so... Oh, so gefährlich und so mächtig und so stark aus. Aber man hat dennoch ein bisschen daran gedacht, dass es Kakteen sind. Und zwar können Tuska und Noctuska als einzige Nicht-Wasser-Pokémon H2O-Absorber. Wablu als nächstes. Und Wablu finde ich irgendwie ganz niedlich. Es wirkt halt so schön leicht und so schön weich durch seine Wolkenflügel. Das ist eine total süße Idee. Nicht ganz so geil aus irgendwelchen Gründen finde ich Altaria. Vielleicht, weil mich Altaria in der Liga, glaube ich, war oder in einem Arena-Kampf, ich weiß nicht mehr genau, wo es mich aufgeregt hat. In einem Kampf gegen irgendeinen NPC hat es mich irgendwie aufgeregt. Das ist also eher was Persönliches, als dass ich es jetzt wirklich irgendwie objektiv bewerten könnte. Und Mega Altaria sieht nochmal so aus, als wäre es in die Luft gestiegen und als würde sich ein Gewitter in seinen Flügeln bilden. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr episch. Da hat man aus Altaria wirklich nochmal ein bisschen was gemacht. Sengu kommt als nächstes. Und als ich Sengu das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, was ist das für ein geiles Pokémon. Das hat so ein geiles Design. Ich liebe diese Farbgebung. Ich liebe diesen roten Zacken übers Auge. So ein cooles Pokémon. Warum ist das nur Normaltyp? Ich finde Normal für dieses Pokémon viel zu langweilig. Da muss eigentlich noch irgendwie was Besseres her. Ich weiß nicht. Psycho oder Unlicht vielleicht. Ja, Psycho passt weniger. Unlicht hätte gepasst. Aber, und das muss ich Ihnen zugute halten, Sie haben eine kleine geheime Geschichte mit Vipitis eingebaut. Sengo und Vipitis können sich auf den Tod nicht leiden. Das sind zwei absolute Erzfeinde und das finde ich wirklich irgendwie eine ziemlich nice Geschichte. Wenn du jetzt Sengo und Vipitis in einem Doppelkampf in deinem Team zusammen gegen die beiden anderen antreten lässt, dann greifen die sich sogar gegenseitig an. Es ist total geil. Und Vipitis ist ein nices Pokémon. Ich finde die Farbgebungen mit diesem Gold einfach sehr schön. Hinten diese Schwanzspitze, so dieses Sichelartige. Aus den beiden hat man wirklich auf jeden Fall optisch und eben auch geschichtlich ein bisschen was gemacht. Und da bin ich ihnen wirklich sehr, sehr dankbar für. Das haben sie ziemlich gut gemacht. Lunastein als nächstes. Gemeinsam mit Sonnenfell lange Zeit gedacht gewesen als legendärer Cameo-Auftritt für Pokémon Sonne und Mond. Ja, ist es dann später nicht geworden. Warum hätte man auch? Aber Lunastein und Sonnenfell, ich weiß nicht. Ich finde es halt cool, so den Mond und die Sonne als Pokémon zu machen und halt auch irgendwie so diese Typenkombination, so Gestein, Psyche und so. Das hat halt irgendwie so ein bisschen so was Spirituelles irgendwie. Aber das war's dann auch. Ich finde die beiden jetzt an und für sich nicht großartig interessant oder krass. Ihr wisst, ich bin jetzt auch nicht competitive-mäßig unterwegs. Das heißt, es kann sein, dass die jetzt vielleicht irgendwie voll die krassen Taktik-Strategen, was weiß ich was sind. Sind halt nett mit anzusehen. Schmerbe als nächstes. Ja, das, Schmerbe. Ist halt ein kleiner Fisch. Velsa hingegen finde ich schon etwas interessanter, weil Velsa hat irgendwie so, das hat so ein freundliches Gesicht. Irgendwie mag ich das. Ich fand Velsa auch in Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX sehr sympathisch. Es ist schon ganz cool. Krebskorps als nächstes. Krebskorps aus dem Anime bekannt und dadurch auch ein bisschen sympathisch geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch ein süßes Pokémon. Ich habe so wenig Folgen aus dem Anime gesehen, aber rede immer so viel, dass ich Pokémon aus den Animes kenne. Ich kenne halt einzelne Folgen dann irgendwie daraus und habe den dann mal irgendwie am Stück vielleicht gesehen. Und Krebskorps wird dann später zu Krebutak. Und das Einzige, was mich an Krebutak stört, sind diese blauen lippenartigen Dinger. Aber das ist auch das Einzige. Die Scheren von Krebutak sehen so krass aus. Ich find's so nice, wie dann da aus seinem Bauch nochmal irgendwelche Scheren, Sicheln, Dinger rauskommen mit Stacheln und keine Ahnung. Und Krebskorps und Krebutak sind beides Pokémon mit einer einzigartigen Fangrate. Krebskorps ist das einzige Pokémon mit der Fangrate 205 und Krebutak hat nochmal 50 weniger, nämlich 155, auch als einziges Pokémon von allen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Theorien, womit das zusammenhängen könnte, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Als nächstes das Kreisel Beyblades Pokémon. Pupanze, oder wie sagt ihr? Es sieht sehr in sich gekehrt ruhend aus, ja, mit den geschlossenen Augen. Irgendwie hat das was. Das hat so ein bisschen so was orientalisch-mystisches. Ich kenne den genauen Hintergrund von Pupanze jetzt nicht, aber das ist schon irgendwie ganz interessant gemacht. Entwickelt sich dann weiter zu Lepumentas. Oder Lepumentas? Nee, ich glaube Lepumentas ist richtig. Lepumentas war übrigens das erste Pokémon, das ich random in meiner Rubin-Edition als Shiny gefunden hatte. Und ich hatte keine Pokebälle dabei. Ich habe mich sehr geärgert. Ich habe mich wirklich sehr geärgert. Das war sehr schade.
Ich habe es zumindest gesehen. Das ist immerhin schon mal etwas. Hat mit seiner Vorentwicklung übrigens auch als einziges die Typenkombination Boden-Psycho. Hat kein anderes Pokémon sonst. Lilieb oder Lilieb sieht irgendwie sehr eklig aus. Also ich weiß nicht, was das mit Lilieb und mit Wheelie ist, dass die irgendwie so, naja, ich sage mal, etwas zweideutig aussehen. Und dass Wheelie auch noch Wheelie heißt, ja, ganz unangenehm anzugucken und auch wirklich nicht schön, Alter. Das ist wirklich nicht schön. Das ist einfach nicht okay. Das sieht... Nein. Machen wir gleich weiter mit Anorit. Und Anorit habe ich tatsächlich erst vor kurzem gecheckt, dass das links und rechts ja hier Augen hat. Ich dachte immer, dieses rote da wären hier irgendwie Augen. Das hat hier links und rechts nochmal Augen. Weiß ich, was ich davon halten soll. Ich hätte es echt ein bisschen cooler gefunden, wenn das halt irgendwie der Kopf hier wäre mit den Augen. Farbgebung finde ich ganz schön hier mit diesem weiß-rot und so weiter. Und später wird es dann zum übrigens langsameren Amaldo, von dem ich auch erst gedacht hätte, das wären die Augen. Aber nein, es hat auch hier links und rechts so komische Augen, die auf einmal irgendwie viel zu comic-mäßig aussehen. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht so. Aber der Rest von Amaldo ist wirklich sehr cool. Farbgebung finde ich okay. Kommen wir zu unserem Lieblingsfreund Barschwa. Ja, Barschwa. Wenn ich da mal nicht echt Barschwa zu Barschwa. Aber es tut mir leid. Barschwa ist leider immer noch ein hässlicher Fisch. Und ich bin ja nicht der Einzige, der es so sieht. Sogar im Pokédex-Eintrag wird es niedergemacht und von Wissenschaftlern ignoriert. Allerdings, sehr inspiring, wird es dann später zu einem der schönsten Pokémon, die es wohl so gibt, nämlich Milotic. Ist übrigens auch das einzige Pokémon, das sich tatsächlich über den Schönheitswert entwickelt. Ab der 5. Gen, glaube ich, dann auch irgendwie mit der Schönheitsschuppe oder sowas. Da war halt natürlich die Absicht hinter, ne, aus dem hässlichsten Fisch kann immer noch mal was werden. Wenn das nicht mal ein Spruch für die Küchenwand ist. Aus dem hässlichsten Fisch kann immer noch mal was werden. Ja, schreibt euch das an eure Küchenwand in so einem Wandtattoo. Es wird euch, ihr könnt da jeden Tag draufschauen und denken, eines Tages kann aus mir was werden. I don't know. Machen wir weiter mit Formeo. Und obwohl Formeo eigentlich so interessant sein sollte und verschiedene Formen hat, je nachdem welches Wetter gerade ist und ob die Sonne scheint oder ob es regnet oder ob es schneit oder stürmt, keine Ahnung, ist es so ein uninteressantes Pokémon, wie ich finde. Also ich finde es cool, dass das halt mit verschiedenen Formen auch unterschiedliche Typen halt irgendwie bekommen kann, ne? Hier mit der Sonnenform, den Feuertypen, Regen halt Wasser und Schnee hat die Eisform, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Und warum hat es so ein Peter Griffin-Kind da unten dran? Ihr wisst, was ich meine. Kecleon hingegen finde ich schon etwas interessanter. Und das eben auch, weil es halt auch in der Story ein bisschen so einen Platz findet, ne? In Baumhausen City, wo man auf einmal gegen so eine unsichtbare Wand läuft, die man dann erst identifizieren muss. Und auf einmal ist es ein Kecleon. Total cool gemacht, bin ich ganz großer Freund von. Die Farbgebung und diese Muster und so weiter. Irgendwas erinnert mich daran an Kapaloris. Leider keine Weiterentwicklung und auch keine Vorentwicklung. Das ist ein bisschen schade. Aber ich finde, Kecleon steht auch für sich alleine eigentlich ganz gut ein. Das ist schon okay. So, wieder so ein Namenskandidat. Im Anime wurde der tatsächlich mal Choupé genannt, aber ich glaube, er soll Chappet heißen, wegen Shadow und Puppet. Ist halt ein Geist-Pokémon, daher natürlich grundsätzlich erstmal interessant. Nein, also muss ich aber sagen, ist Choupé wirklich eigentlich schon echt ganz schön. Ich finde die Form irgendwie ganz nett und es hat drei verschiedene Augenfarben. Gelb, dann so ein Lila und so eine Hellblau. Und plus dann eben diese schwarze, dicke Outline drumherum. Hat irgendwie was. Sehr viel interessanter wird das dann allerdings später als Banett. Banett ist so ein cooles Pokémon. Und auch die Geschichte hinter Banett, dass es eine weggeworfene Kuscheltierpuppe von einem Kind ist, voller Groll und Hass auf dieses Kind und auf der Suche nach diesem Kind, welches es weggeworfen hat. Absolut nice. Ich liebe es, dass es diesen Reißverschluss als Bund hat. Und wenn es den Reißverschluss aufmacht, dass dann irgendwie so viel dunkle Energie dann da halt irgendwie rauskommt und boah, und auch als Megaform so geil. Jetzt hat es überall diesen Reißverschluss, auch jetzt diese Arme und diese Tentakeln, die da jetzt rauskommen, das ist so abgefahren und es ist so cool. Zwielicht finde ich irgendwie ganz niedlich, weil es aussieht wie so ein alter Opa, der so gebückt so mit den Händen hinten so durch die Gegend läuft und über die Jugend schimpft. Dabei ist es irgendwie aber eigentlich nur so ein kleiner Geist mit so einem, ja, mit so einem schädelartigen Gesicht, was ich irgendwie ganz cool finde. Es hat auch, glaube ich, keine Pupillen so richtig, sondern es ist nur eine schwebende rote Kugel und je nachdem, von welcher Seite man es halt sieht, sieht es eben aus, als wäre diese rote Kugel halt die Pupille seiner Augen. Aber ich glaube tatsächlich, es ist von innen eher hohl oder leer.
hohl ist auf jeden Fall aber das Pokémon und die Weiterentwicklung Zwirklop. Auch so cool. Das, ich finde diese ganze Entwicklungsreihe, auch später dann mit Zwirfins, der ja dann später aber dazu gekommen ist, finde ich total nice. Ich bin ein sehr großer Befürworter dieser beiden Geist-Pokémon. Leider, und es ist so bescheuert, dass es das nicht kann, es kann laut Pokédex-Eintrag Leute und Pokémon im Kampf hypnotisieren. Allerdings kann es kein Hypnose erlernen. Warum nicht? Game Freak, es gibt keine Entschuldigung dafür. Das ist einfach, das ist, da habt ihr gepennt. Das ist... Machen wir weiter mit Tropius. Und Tropius finde ich sehr eindrucksvoll. Es hat zwar auch leider weder eine extra Form oder eine Weiterentwicklung und ist auch irgendwie sehr aside. Also es hat halt irgendwie recht wenig mit irgendwie irgendwo irgendwas zu tun. Aber es ist Teil der dritten Generation und es hat Bananen am Hals. Das ist, was ich ein bisschen eigenartig finde. Das ist aber auch alles, was ich an Tropius irgendwie komisch finde. Und nachdem wir in der letzten Folge Klimplim schon so gelobt haben, kann ich jetzt auch eigentlich nur Gutes über Palimpalim sagen. Die Weiterentwicklung. Palimpalim ist ein sehr, sehr schönes Pokémon. Es sieht halt aus wie so ein Windspiel. Das finde ich irgendwie total niedlich. Und es soll laut Anime die schönste Stimme aller Pokémon haben, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Glaube ich. Aufs Wort. Absolut, um genau zu sein. Und wenn wir gerade schon von Absolut reden, reden wir doch gleich mal über Absol. Absol ist wirklich zu Recht ein so beliebtes Pokémon. Einfach mal erstens, weil es einfach wunderschön aussieht. Es ist so ein tolles Design mit hinten mit diesem Schweif und dieser Sichel da am Kopf. Und es soll eben auch sehr stark sein aufgrund seines Typs und aufgrund der Attacken, die es eben kann, wird es eben auch sehr gerne im Competitive-Bereich benutzt, wie ich mir habe sagen lassen. Es verfügt natürlich auch über eine Mega-Entwicklung. Es sieht so aus, als wäre es zu einem Engel geworden. Ein Absol-Engel. Ein absolut schöner Engel mit diesen Flügeln hinten dran. Dennoch gefährlich. Dennoch gefährlich. Die Klauen sind immer noch heftig und auch der Blick ist ein bisschen böser geworden. Es ist wirklich ein absolut tolles Pokémon. Ist so, oder? Ja, das sagt auch Isso. Die hinzugekommene Vorentwicklung meines damaligen Lieblings-Pokémon, Wuingenau. Es ist halt Wuingenau sehr ähnlich, die Farbgebung ist gleich, die Augen sind ähnlich, es hat auch diesen verwirrten Schwanz hinten dran. Die Form ist natürlich ein bisschen anders, die Arme sind aber dennoch immer noch so lang und schlaksig, wie auch bei seiner späteren Nachentwicklung. Und es ist süß. Kommen wir als nächstes zu Schnepke. Und über Schnepke hat mir das letzte Mal ja schon gesagt, dass seine weibliche Weiterentwicklung oder generell seine Weiterentwicklungen einfach rein gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was Schnepke mal ist, so ähnlich wie Knackleon. Aber gut, wirkt dann später in entwickelter Form aber um einiges eindrucksvoller, nämlich als Firnontor. Der schwebende Kopf mit den Hörnern und den bösen Augen. Leider als Mega-Entwicklung nicht ganz so schön. Also ich weiß nicht, warum es sich diesen Kiefer so ausrenken musste, dass der so aufklappt. Das sieht irgendwie nicht ganz so geil aus. Lustig vielleicht zu erwähnen ist, dass alle Werte von Firnontor gleich sind. Also alle Basiswerte von Firnontor sind auf 80. Bei der Mega-Entwicklung natürlich anders. Da sind sie wieder ein bisschen durchgescrambled. Aber Firnontor in seiner normalen Form hat Basiswerte von Plane 80. Machen wir aber mal weiter mit was Niedlichem. Mit Seemops. Das ist eines der niedlichsten Pokémon, die es, glaube ich, jemals gegeben hat. Diese kleine Seerobbe. Ich wollte sie ums Verrecken nicht entwickeln lassen. Später habe ich es dann halt natürlich doch gemacht, um dann zu Sejong zu kommen, den ich auch sehr sympathisch finde. Es wirkt ein bisschen so wie der stolze Papa, finde ich. Das macht der Bart, glaube ich, und der stolze Blick einfach. Ist übrigens das einzige Pokémon, das sich auf Level 44 weiterentwickelt zu Valraiser. Valraiser hat natürlich von der Niedlichkeit überhaupt gar nichts mehr. Sieht ein bisschen aus wie der wütende Opa, ja, der Vater von Sejong und Sejong der Vater von Seemops. Das Witzige ist, dass diese Entwicklungsreihe Seemops, Sejong und Valraiser zusammen mit Yugong noch die einzigen Pokémon sind, die eine Dreifachresistenz gegen ihren eigenen Typen haben. Dreimal halbiert also. Eisattacken richten bei diesen Pokémon nämlich nur ein Achtel des Schadens an. Aber nochmal zurück zu was Niedlichem, nämlich Perlu. Wir hatten schon mal kurz über Perlu gesprochen, ja. Die Perle von Spoink ist ein Perlu, eine Perlu-Perle. Und ich finde es ganz süß, wie es da in seinem Muschelbett liegt und schläft. Und je nachdem, womit man Perlu eben tauscht, entwickelt es sich zu Alabis oder zu Saganabis. Ja, sowohl Alabis als auch Saganabis finde ich jetzt nicht unbedingt die schönsten Kreaturen auf diesem Planeten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Saganabis vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es irgendwie nicht ganz so eklig guckt wie Alabis. Aber von Saganabis halte ich ehrlich gesagt nicht allzu viel aufgrund dieser Form. Es sieht aus wie so ein Spore-Monster, das man irgendwie langgezogen hat. Relikant ist ein sehr beständiges Pokémon, denn Relikant gab es seit Anfang der Zeit und hat sich seitdem auch optisch
nie verändert. Sehr bemerkenswürdig und deswegen sieht es eben auch so ein bisschen schroff und gesteinig eben aus. Ist ja auch ein Wassersteintyp. Allerdings entwickelt es sich nicht mit einem Wasserstein, sondern gar nicht. Ja, es ist so beständig, dass es sich nicht mal weiterentwickelt. Ist okay. So, als nächstes haben wir Libiskus und Libiskus ist so ein Pokémon, das ist halt da und das war's. Als nächstes haben wir Kindwurm. Ein reiner Drachentyp. Und irgendwie kommt mir Kindwurm so voll unsympathisch vor. Das ist wie so ein kleines bockiges, pubertierendes Kind mit diesen langen Haaren. So, keine Ahnung, irgendwie gefällt mir das nicht so gut. Später entwickelt sich das dann weiter zu Draschel oder Drasche oder Draschel oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Welches aussieht wie ein Fußball mit Armen und als hätte sich jemand im Fußball versteckt und guckt uns jetzt böse an, ja. Aber es wird dann endlich irgendwann zu Brutalanda und Brutalanda ist halt, komm, also Brutalanda ist ein geiles Pokémon, oder? Hat sogar nochmal eine Mega-Entwicklung, die einfach aussieht wie so ein Sichelmond, Mann. Absolut geiles Pokémon. Weniger imposant hingegen ist Tanel. Den finde ich tatsächlich erst ganz nice, wenn er sich weiterentwickelt hat zu Metang, beziehungsweise dann später zu Metagross. Ich muss die beiden jetzt einfach mal gerade skippen, um was zu Metagross zu sagen. Alter, Metagross ist so ein cooles Pokémon. Allein auch, weil die Shiny-Form von dem so geil aussieht. Ja, in Silber mit diesem goldenen Kreuz dann eben auch in der Mega-Form. Recht cool. Hier ist so eine kleine Anspielung vielleicht sogar auf die Shiny-Form, ja, mit diesem gelben X im Gesicht. So, und allmählich begeben wir uns in die legendäre Ecke. Und zwar fangen wir an mit den Regis. Zu den Regis selber kann ich leider nicht allzu viel sagen. Ja, Regirock und Regieis oder Regeis, wie auch immer man den nennen möchte. Ich glaube, ich bleibe bei Regieis, weil es einfach mehr Sinn macht. Und Registeel sind zwar alles drei irgendwo sehr ansehnliche Pokémon mit halt einer coolen Vorgeschichte und so weiter, aber selber leider nie gespielt, nie die Arbeit auf mich genommen, die mal irgendwie aus ihren Kammern zu entlocken oder das Rätsel da mal irgendwie zu machen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den dreien, muss ich sagen, gefällt mir Registeel einfach am besten aufgrund der Farbgebung und weil es halt, ich weiß nicht, der Stahltyp ist irgendwie für mich am interessantesten von den dreien jetzt. Latias und Latios, die Wander-Pokémon aus der, oder zwei der Wander-Pokémon aus der dritten Generation und ich frage mich immer noch, wieso wir aufgehört haben mit Wander-Pokémon. Das war so ein cooles Feature eigentlich. Ich fand Latios übrigens irgendwie immer cooler als Latias. Latias sieht irgendwie zu lieb aus. Ich finde es sehr, sehr schade, dass Mega-Latias und Mega-Latios ein und dieselbe Person sind quasi. Die sehen total gleich aus. Und sie sehen aus wie eine Fusion aus einem Düsenjet und Mewtwo. Kyogre oder Kyogre oder wie auch immer. Ich bleibe bei Kyogre. Es tut mir leid. Ich habe das jetzt über 10 Jahre Kyogre genannt oder länger sogar. Kyogre und Groudon. Beides die Signature-Pokémon von Pokémon Saphir und Pokémon Rubin. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir in ihrer Protomorphose-Phase nochmal besser, weil die Farbgebung einfach so sick ist und diese Lichter hier überall an den Seiten. Aber von den beiden besser finde ich tatsächlich doch Kyogre aufgrund der Farbe, weil es so schön aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte zwar selber die Rubin-Edition, aber ich fand Saphir eigentlich immer ein bisschen interessanter, auch weil die Cartridge von dem Spiel sehr viel schöner aussah, weil Blau damals meine Lieblingsfarbe war, aber es ist nicht so schlimm. Kommen wir zu meinem absoluten Liebling. Ich glaube, das beste legendäre Pokémon, das jemals erschaffen wurde, Rayquaza. Rayquaza ist der Wahnsinn. Es ist der absolute Shit. Auch Mega Rayquaza ist so unnormal. Das ist so, oh. Guckt es euch an und es beantwortet sich von selbst, warum ich Rayquaza so liebe. Und überhaupt aber auch die Geschichte zwischen den dreien hier finde ich einfach wirklich immer sehr, sehr cool. Oh, das hat so eine gute Story einfach. Jirachi oder Jirachi, wie ich es damals irgendwie immer genannt habe. Ich versuche es mir abzugewöhnen, aber ja, Jirachi auf jeden Fall. Es ist eines der süßesten, mysteriösen Pokémon, die, glaube ich, jemals erschaffen wurden. Ich glaube, die legendären sind irgendwie immer so die krassen und die mysteriösen sind immer so die niedlichen. Ja, so Shaymin und Mew. By the way, genau wie bei Firnotor, alle Basiswerte dieselben. Diesmal nämlich 100. Keine 80, sondern 100. Das heißt, eine Basiswertsumme von 600 insgesamt. Das ist schon krass für so ein kleines, mysteriöses Pokémon. Das ist schon, aber ich meine, klar, das steht ihm auf jeden Fall zu. Deoxys. Das ist auch so ein Pokémon, das mochte einfach irgendwie jeder. Das war da, das war krass, das hat jeder cool gefunden. Es gibt eine einzige Form, die ich von Deoxys nicht mag. Vielleicht wisst ihr ja, welche es ist. Ich zeige sie euch nochmal alle.
Und dann erst sage ich euch, dass es nämlich die Verteidigungsform ist, die ich nicht so schön finde, weil die mir zu klobig ist. Ich weiß, ne, macht schon Sinn, verteidigend, dass das dann so ein bisschen gepanzerter sein soll. Ich finde die Angriffsform am coolsten, danach die Initiativeform und dann erst die Normalform. Aber egal in welcher Form man Deoxys jetzt hat, die Basiswertsumme ändert sich nicht. Sie ist stetig bei 600. Sie ist eben nur unterschiedlich aufgeteilt und je nachdem, ob eben Angriff, Verteidigung, Initiative oder so, sind die dann halt eben ausschlaggebend stärker. Und das war's, Freunde. Ah, wir haben es geschafft. Ich habe jetzt 3 Stunden aufgenommen. Ich hoffe, das Video geht nicht 6 auf einmal. Welche Gen wünscht ihr euch für dieses Format hier als nächstes? Schreibt's mir. Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es noch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und Partnern. Reinschauen lohnt sich. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao.